Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Part vom Splatoon 2 World Premiere Splatfest Team Eis gegen Team Kuchen. Ich habe jetzt wieder mein Splattershot oder Tentatec Splattershot eingepackt. Und jetzt will ich euch nochmal ein bisschen geskilltes Gameplay zeigen, so gut es geht. Und dann werden wir uns am Ende des Parts noch ein bisschen die Maps im Detail anschauen. Wo ich schon wirklich sehr gespannt bin, dass wir da alles so kleine nette Details finden werden. Und damit willkommen zurück. Mein Name ist Nico, besser bekannt hier als Yoshitendo. Und das hier ist der letzte Part für YouTube von dieser Demo des Splatoon 2 World Premiere. Wenn ihr weiteres Material hiervon sehen wollt, ich werde natürlich auch noch die zweite Runde aufnehmen, beziehungsweise streamen. Und dieses Video wird hier nach meinem Stream erscheinen. Das war ja am Samstag gewesen, der Stream. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auf meinen Twitch-Kanal gehen, twitch.tv/ninyoshi. Und da werde ich die Sachen archiviert zur Verfügung stellen von meinem Stream, der ja gleich kommen wird in 20 Minuten. Ja, so ist das halt. Ich bin ja. Ach ja. Also jetzt nicht in YouTube, also ihr müsst in meiner Zeit gerade rechnen, ne? Für euch wird es kein, also kann Stream sein. Ja, stimmt. Wann kommt dieses Video raus? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich am Sonntag lade, glaube Mittwoch. Heute ist Mittwoch. Hallo Mittwoch. Ist heute ein Stream? Ja, heute ist ein Stream. Wenn ihr wollt, ihr könnt heute, heute kommt, Doch, Minecraft ist heute dran. Ne, wenn ihr wollt, Minecraft kommt heute. Wenn ihr wollt. Und wenn ich, ihr könnt gerne auf meinem Stream-Kanal vorbeischauen. Es gibt fast täglich immer Streams. Aber ich denke mal, das sollte an Eigenwerbung reichen. Wir wollen uns mal aufs Gameplay konzentrieren. Und bisher sieht das eigentlich ganz gut aus, auch wenn Team Lila hier gerade sehr, sehr nah rankommt. Aber das kriegen wir schon alles hin. So, was habe ich hier nochmal für eine Waffe gehabt? Genau, ich habe das hier, ne? So, da fliegen wir mal ein bisschen rüber. Zack, zack, zack. Und das war's auch schon. Bäm, und wieder zurück. Gut. Schön von hinten hier infiltrieren die Leute. So sieht's schön. Aber auch mit diesen, mit dieser... Oh, schwer komme ich da nicht hin. Das ist ein weiter Sprung, muss man sagen. Aber auch mit dieser Waffe kriege ich irgendwie keine 1000 Punkte, würde ich jetzt mal behaupten. Also entweder haben sie es da schwerer, oder die Maps sind kleiner geworden. Das weiß ich nicht ganz genau. Da kommen so ein paar Leute. Weg damit. Weg mit dem Gemüse. Weg mit dem Gemüse. Rein in das Gemüse. Jetzt bin ich hier voll im Kreuzfeuer drin. Ja, leider habe ich ihn eingekriegt, aber danach hat mich dann getötet. Obwohl 761, man könnte doch schon 1000 Punkte bekommen. Ja, doch ist irgendwie möglich. Bam! Ende. Ach ja. Diesmal sogar verloren. Nicht schlecht. Mal verloren. Was ist denn da nicht in Ordnung? Aber okay, muss aber sein, ne? Das muss auch mal sein. Plus 2, 400 P erreicht. Noch ein Kampf, natürlich. Aber wir werden sie, wie gesagt, so in der 10-Minuten-Marke. Dann werden wir uns mal die Maps anschauen. Jo. Du, 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 du. Und dann muss ich ganz schnell mein Stream vorbereiten. Da habe ich nämlich noch 5 Minuten, bevor das Stream beginnt. Ah, das ist so toll. Ach ja. Also ein, zwei Matches jetzt noch. Oder ich würde sagen noch ein Match. Ein Match machen wir jetzt noch. Und dann schauen wir uns schon die Maps mal an. Im Detail. Weil da bin ich mal sehr gespannt drauf. Du, 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 du. Du, du, du. Na komm, Freunde. Sucht uns ein Team und wenn das Eis ist, wieder gegen das Eis ist, habe ich auch kein Problem mit. Also zu Team Eis, ich kann mal entscheiden, ob ich Team Eis... Oh, wir haben mal Kuchen, Freunde. Schau, sei ein Kuchen. Wir haben Kuchen. Kuchen. Ey, man, Kuchen. Schön.
Also meine Geschichte zu Team Eis, ich mag Eis lieber bei Kuchen, weil Kuchen ist mir manchmal zu trocken und Eis ist immer geil. Da kannst du dich falsch machen, außer du hast einen schlechten Eis in eine Eisfiliale erwischt. Aber sonst eigentlich bei Eis kann man nicht viel falsch machen. So. Schon mal 136 Punkte für den Anfang einmal so schlecht. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Oder kann man drauf stehen? Kann man darauf stehen? Ach, jetzt habe ich falsche Taste. Nee, er wollte nicht springen. Geil, okay, war nicht mein Fehler. Ja, aber da war nicht springen. Was steht da drauf? Irgendwas steht da drauf. Na egal. So, weg damit. Sehr schön. Okay. Da ist eine Bombe. Da ist mein Gegner, den kriege ich aber nicht ganz. Er will mich kriegen, das finde ich nicht gut. Hallo Baum, du bist auch wieder da. Unser guter, netter Baum hier. Ich finde die Wasserspiegelung voll krass hier von der Map. Alter, voll gut. Oh, weg da, weg. Ach, schade. Er hat ehrlich bekommen. Du. So, was ist da so los? Oh, da kommen sie jetzt aber langsam. Ja, er will mich hier kriegen. Das finde ich nicht so nett. Okay. So, oh, da kam einer. Da war gerade einer drauf gewesen. Ist er wieder weg. Oh, hier unten ist er gewesen. Ah, macht mir ja nichts. So, ich kann ja auch mal meine Special Weapon benutzen. So. 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 Ah, noch getroffen. Sehr gut. Sehr gut. Na, hat hier noch drauf auf mich gewartet, der Sack. War ja aber nicht nett. Hinten. Hinten, Beschuss. Ah, wieder weg. Ah, ne, hier ist der Typ hin. Ah, sehr gut getroffen. Den Feuerstern getroffen. Oh, schade. Da war ich in der Range drin gewesen. Das war nicht gut. Dead. Ne. Können wir hier mal eine Bombe platzieren? Ja, gute Bombe. Gibt es eigentlich noch die Sprinkler? Ich weiß noch gar nicht mehr. Ich fand Sprinkler mal wieder am tollsten. Können wir mal gucken. So, alles sieht hier ganz gut aus. Aber endlich haben wir mal hier endlich mal die Teamfarben hier. Also dieses Grün gegen Rot. Endlich mal. Autsch. Manu. Die letzten 10, ja? Und das war's. Da gucken wir mal, wer der Gewinner ist. Das sieht interessant aus. Und noch gewonnen. Alles klar. Gewonnen Eis. Platt gemacht den Kuchen. Oh yeah. Guck mal, er freut sich auch hier mit der Hand so. Ah, geil. Ich glaube, das Charaktermodell sieht einfach cool aus. Einfach schön. Einfach schön. Und dabei, meine Damen und Herren, war es das mit den Kämpfen. Wir schauen uns jetzt noch die Maps im Detail an. Und da bin ich mal sehr gespannt, was wir so für schöne Details finden werden. Nee, ich werde mal mit den Rundgang. Gut, das werden wir uns mal anschauen, ne? So. Wir fangen an mit der Siegelrockbühne in der Flatfest-Version. Wir haben 3 Minuten Zeit. Auch haben wir hier wieder einen Counter eingefügt. Ich meine, man hätte den Counter auch eigentlich wegnehmen können, ne? Aber naja, gut, wird schon Sinn haben. So, wir haben ja auf jeden Fall... Okay. Da fahren ein paar Autos lang. Da hinten ist so die See. Auch schön. Oh, ich kann hier rausspringen. Oh, das ist aber interessant. Ich kann da rausspringen. Ich kann hier raufspringen. Ich kann hier auf den Stein... Wieso kann ich hier draufspringen? Jetzt nicht mehr. Ach nee, ich kann einfach nur... ich kann nur da rausspringen. Aber nicht auf den Stacheldraht drauf landen. Na gut, okay. Du musst nicht zu lange damit aufhalten. Muss einfach mal ein bisschen hier anschauen. Die Atmosphäre ist einfach komplett anders, wenn hier keine Musik läuft. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade ein paar Wassereffekte. Ach so, weil ich gerade noch gestorben bin. Ah, schön. So, hier das Band, was hier so ein bisschen weht. Ne? Wir haben auch so ein paar Windeffekte hier. Ne, das sind die Laser da oben. Ich glaube, die Laser sind nur, würde ich sagen, wenn, wenn es Splatfest ist, würde ich jetzt mal behaupten.
Und bei den Bändern bin ich mir auch gar nicht mal so sicher. Kann auch sein, dass die auch noch bei Splatfest sind, die Bänder hier. Ah. Dann haben wir hier so die ganzen, da fahren die LKWs lang. Da ist ein T-Shirt-Shop. Ja, so ein T-Shirts, wenn er ausgestellt. Aha. Dann kann man hier rausspringen. Scheinwerfer. Jetzt kriege ich hier schon mehr Wasser. Warum kriege ich hier Wassereffekte? Warum? Ich kriege manchmal so was. Oder so Dingseffekte, sagen wir mal. Aber das kann man natürlich nicht kaputt machen. Kaputt machen nicht, sondern bespritzen. So. Gucken wir uns mal ein bisschen die Mitte an. So, komm, komm, bitte, bitte. Ah, hier steht die Gitarre. Ah, richtig schöne Gitarre. Auch die ganze Kabelmanagement ist sehr schön hier. Ah, ich mag solche Details, Freunde. Solche Details sind einfach nur schön. Was haben wir hier? Eine Kabeltrommel. Ja, geil. Oh, hier so die Scheinwerfer. Ja. Das sieht schick aus. Ich komme ja jetzt, glaube ich, nicht auf die andere Seite, glaube ich, rüber. Ne? Ich glaube, das ist ja mir verwehrt, die andere Seite. Wenn ich ein bisschen schade finde. Was passiert bei Plus? Kann man fortsetzen, okay. Na gut. Hier wurde noch ein Scheinwerfer in die Wand reingedrückt. Plakate. Miiverse-Zeichnungen. Da kommen wir nicht hin. Da haben wir ein bisschen Wasser wieder. Ja. Aber das ist echt eine schöne Map. Muss man mal so sagen. Die sieht echt schön aus. Gerade, also die Splatfest-Version gefällt mir ja sehr gut. Ach, das wird einem ausgeblendet hier, die Dinger. Das glaube ich auch, Leute, dass so Sachen manchmal ausgeblendet werden, oder? Würde ich jetzt mal behaupten, ne? Würde ich schon sagen. So. Und das war's. Naja, gut. Das war die Map. Und jetzt schauen wir uns noch die Perlmutt-Akademie an. Die konnten wir ja damals schon, glaube ich, in der Demo zocken. Ne, das war gar nicht die Map, war eine andere Map. Wir haben ja die andere Map gespielt gehabt damals, genau. So, hier steht, glaube ich, eine Beschreibung. Oh, man hört ja die Zikaden hier. Mhm. Fahrrad. Absperrzaun. Mhm. Schön wie Graffiti. Viele Sticker. Ich will, das Wasser, das hat doch schon echt was, oder Freunde? Also das sieht doch mal schick aus, das Wasser. Ne? Kumpel da hinten. Der malt, glaube ich, ne? Ich glaube, der Typ malt. Ah. Boah, die Wasserspiegelungen sind voll schön. Boah, ist das geil. Die Wasserspiegelungen sind toll. Jetzt haben wir hier ein paar Backsteine. Ja, Backsteine, ne? Hier der Baum wurde jetzt protected. Ne? Der schöne Baum. Ach, guck mal hier. Ach, wie lustig. Ja, hier dieses, naja, ihr kennt das Kunstwerk. Ich weiß den Namen gerade nicht. Aber hier dieses, die Lehre des Menschen heißt das, glaube ich, genau. Hier ein paar 3D-Modelle. Einfach mal einen Haufen Kleckse. Aha. Hier liegt ein Hammer drauf. Kann ich ihn einfärben? Da kann ich rauf, okay. Einfärben, Hammer. Kein Hammer einfärben, gut zu wissen. Komm ich da auch hoch? Oh, da komm ich auch hoch. Alter, einfach mal die Kunst hier beschmiert. Oh, sogar Stern am Himmel. Gibt es irgendein Sternzeichen da? Nee, ne? Nee. Wo ist der Mond? Ich sehe leider keinen Mond. Mond? Mond ist nicht da. Oder der wird gerade versteckt. Oder hinten sieht ja, ups, ein bisschen heller als hier. Ich glaube, das ist gerade so, dass es Nacht wird, ne? Warte mal. Ich habe gerade ein interessantes Detail gesehen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, manche haben sich gerade die Lichter da ein bisschen bewegt. Ach, jetzt einfach nur die Distance. Ja, es passt schon. Da war es einfach nur meine Vorstellung. Hier sind noch ein paar Schilder, wo es nur lang geht. Da war gerade ein Vogel. Da ist jemand drinne. Schaut sich da was an. Auch nochmal Kunst. Oh, hier ist auch jemand in einem Zimmer drinnen mit einem... Aha. Okay, Springseil, eine Jacke. Hier arbeitet jemand oder schläft schon. Das kann ich ja nicht ganz genau erkennen. Dafür bräuchte man jetzt halt diesen Sniper, der ranzoomt. Um ein bisschen mehr zu erkennen. Aber auch die Map hier wieder schön so in der Stadt angesiedelt. Sieht einfach auch wieder nur toll aus. Oh, hier komme ich gar nicht hoch. Das ist gut zu wissen. Ja. Und damit endet unsere Reise. Wir haben uns ein bisschen die Maps angeschaut. Nicht viel, ich weiß.
Wir bräuchten eigentlich ein paar mehr Funktionen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Und da, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt bei der Splatoon 2. Ich wollte schon fester sagen. Egal. Bei der Splatoon 2 World Premiere. Wenn ihr mehr sehen wollt, guckt auf meinen Twitch-Kanal, den twitch.tv/denyoshi für mehr Videos rund um Splatoon 2. Wir sehen uns dann in Splatoon 2 Singleplayer wieder. Ich freue mich schon drauf. Und bei anderen Projekten vielleicht auch mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, keine Ahnung, wann ihr das Video schaut. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder oder beim nächsten Stream. Und bis dahin, sei schau, euer Nintendo, Nico. Ciao.